Simulator folgen. Also weil jetzt so viel am Stück werden, hätte ich jetzt nicht gedacht. Na egal, machen wir weiter. Und wieder die Werbung im Hintergrund, ich hasse es. Aber wahrscheinlich ist deshalb Copyright drin. Dreck. Sind die 9 und ich haben 100? Na egal. Der hat ja schon direkt an den gehabt. Der lief jetzt die Tage. Was? Also, ja. So. Ja, wir fahren mit Train Simulator 18, Nummer 14, ABE 812 RHB Allegra Tutorio mit dem RHB ABE 812 Allegra Zug auf der Arosa Linie. Ist aber was Schönes. Und dann würde ich sagen, kann es losgehen, ne? Das ist nicht der dritte Teil. Das Spiel ist geil, den Film habe ich noch nie gesehen. Der ist geil! Ah ja, jetzt hat das aktualisiert. Sehr gut. Zombie-Apokalypse. Ah, okay. Durch den Virus. Machen wir mal, Paul, ne? Oder? Der ist aber eher an, finde ich, auch ein bisschen an, Paul? LOL. Ja. Patrick, ja. Ich hab grad einen Rausschmeißer geschafft. Oh. Warte, ich schick dir ein Foto. Dann wollen wir mal die erste Aufgabe spielen, das Tutorium. Auch Tutorial genannt. Wir müssen heute den Hund auch adoptieren. Tutorial. So hat der Besitzer aber gesagt, nee, machen wir Wenn da so ein Hund auf dem Tier wäre, klar, aber wenn es ein Besitzer ist. Ja. 20 Minuten dauert die Aufgabe. So. Wo haben wir den Herrn Jens? Willkommen! Guten Morgen, lassen Sie mich erklären, wie die Hauptbedienelemente dieser Allegra ABE-8-12 Lokomotive funktionieren. Ich werde jedes Bedienelement hervorheben, wenn davon die Rede ist, und ich werde einige Schalter betätigen, um zu zeigen, wie diese funktionieren. Es ist wichtig, dass Sie auch das PDF-Dokumentarbuch in Ihrem Steam-Ordner lesen, unter /Steam/Steam-Apps/Common/Railworks/Best-Deck /Manuals. Mein Gott, schweres Wort. Schließen Sie dieses Fenster, um zu beginnen. Die Luftbremse und die Parkbremse sind beim Allegra in nur einem Hebel vereint. Die Luftbremse wird graduell angewendet, indem der Hebel zum Lokführer hin angelegt wird. Die Parkbremse, Handbremse, wird angelegt, wenn der Hebel zur Maximalposition gezogen wird. Sie sollte bei einem Halt an Stationen oder bei einem Wechsel des Führerstands stets angezogen werden. Schließen Sie dieses Fenster, um zu sehen, wie die Luftbremse und die Feststellbremse angewandt wird. Der Zugbremshebel kontrolliert die Vakuumbremse für die Personen- und Güterwagen, die vom Allegra gezogen werden. Schließen Sie dieses Fenster, um die Zugbremse zu lösen. Der Richtungswenderschalter wählt die gewünschte Fahrtrichtung relativ zum Führerstand, den Sie gerade belegen, aus. Schließen Sie dieses Fenster, um den Richtungswender in die Vorwärtsstellung zu schalten. Der Allegra ist mit einer automatischen Geschwindigkeitskontrolle ausgestattet. Die gewünschte Höchstgeschwindigkeit für die Strecke stellen Sie über den V-Sollheber ein. Sie werden über die beweglichen V-Soll-Geschwindigkeitsmarken auf der Geschwindigkeitsanzeige dargestellt. Die V-Soll-Geschwindigkeit kann in 5 km/h Schritten gewählt werden.
von 5 bis 100 km/h. Eine zusätzliche Ausfahrt von 33 km/h ist speziell für die Arosa-Bahn möglich. Dieses System nutzt die vom Lokführer gewählte Leistung, kann aber die gesetzte Geschwindigkeit nicht überschreiten. Beim Anfahren muss der Lokführer die Leistung langsam erhöhen. Wenn der Allegra zusätzliche Personen- und Güterwagen schleppt, muss die Leistung höher als üblich eingestellt werden. Dieses System kontrolliert die elektrische dynamische Bremse, um die Geschwindigkeit zu halten und den Zug zu verlangsamen. Die dynamische Bremse ist bei geringer Geschwindigkeit viel weniger effektiv, daher muss der Lokführer beim Anhalten auch die Luftbremse und schließlich die Parkbremse anlegen. Beim Schleppen von Personen- und Güterwagen muss der Lokführer zudem das System mittels Vakuumbremse und oder Luftbremse manuell unterstützen und balancieren. Schließen Sie dieses Fenster, um den V-Sollheber auf 10 km/h zu setzen. Der Kombihebel für Leistung und Bremse ist in zwei Bereiche unterteilt: Leistungsstufe und dynamische Bremskraft. Der Leistungsbereich steuert, wie viel Leistung dem Fahrregler zur Verfügung gestellt wird. Der dynamische Bremsenbereich kann den Fahrtregler außer Kraft setzen, um den Zug manuell auf eine geringere Geschwindigkeit als die voreingestellte V-Soll-Auswahl zu verlangsamen, wenn dies notwendig ist. Schließen Sie dieses Fenster, um fortzufahren. Es gibt 4 Lichterkonfigurationen. 1. 2 rote Lichter. 2. Ein weißes Licht für Rangierarbeiten. 3. 3 weiße Lichter für normale Vorwärtsfahrt. 4. 3 rote Lichter, um einen Halt für Züge und Rangierarbeiten auf parallelen Gleisen anzuzeigen. Schließen Sie dieses Fenster, um die Spitzensignale in die Stellung für normale Vorwärtsfahrt einzuschalten. Kampfvita den Kanal betreten. Wenn Sie an einer Warnung durch ein Vorsignal vorbeifahren, werden Sie durch das ZSI-Sicherheitssystem alarmiert. Sie müssen sofort den ZSI-Wachsamschalter drücken, sonst wird automatisch eine Notbremsung eingeleitet. Wenn er gerückt wurde, gibt es 5 akustische Warnungen, um Sie an die Warnung durch das Vorsignal zu erinnern. Schließen Sie dieses Fenster, um fortzufahren. Die Passagierinformationskontrolle erlaubt Ihnen, eine Strecke für diese Reise zu wählen und kontrolliert die inneren und äußeren Zuganzeigen, um die gewählte Destination anzuzeigen. Die blauen Weiter- und Zurückschaltflächen auf der Konsole schalten durch die verfügbaren Optionen vollständige Details für dieses System, finden Sie im Benutzerhandbuch. Nun sind Sie an der Reihe, den Zug zu steuern. Ihnen wurde die Freigabe erteilt, nach Lizzurüti und Arosa zu fahren, wo Sie jeweils für die Fahrgäste anhalten, um schließlich Ihren Zug im Arosa-Depot abzustellen. Stellen Sie den V-Sollheber auf 30 km/h, was der derzeitigen Liniengeschwindigkeit hier in Langwies entspricht. Achten Sie auf das Signal vorne. Wenn die Abfahrt freigegeben wird, können Sie die Park- und Luftbremse lösen und sacht die Leistung erhöhen. Für den Rest dieser Reise haben Sie die Verantwortung. Gut. Wollen wir mal. Irgendwas übersehen? Bremse gelöst? Nein, die ist ja alles gelöst, oder nicht? Ah. Nee. Kampfvita hat den Kanal verlassen. Die Rangierbremse war noch angelegt. Hier kann man gute Dinge spielen. Was machst du? Hier kann man gute, ach ja, ist das Unfaller machen. Okay. Hier, wenn du dir das mal anguckst, die Kurven. Hier jetzt, ja. Hier kann man einen guten Rauschmeister spielen.
Schauen wir mal, werden wir gleich mal ausprobieren bei der nächsten Runde, wenn wir durch sind mit allen Aufgaben. Dann werde ich hier auch überall Rausschmeißer machen. Aber ich glaube, wenn du da Rausch besser machst, wird es viel zu schnell entgleisen. Ja, das ist leider so. Das wirst du wahrscheinlich überall haben, hier auf der Strecke, dass du überall direkt rausgeschmissen wirst. Oder du wirst zwangsgebremst. Ja, wahrscheinlich, ne? Weil es könnte sein, dass der Zug automatisch die Dinger immer drin hat. Ist doch Schweiz, oder? Ja, müssen wir mal gucken. Ist Kur-Schweiz oder wo liegt es? Ja, ist Schweiz. Ja, der Aspekt ist ja etwas penibel, was das betrifft. Werden wir sehen. Rausschmeiße mache ich erst nach der Serie. Okay. Also sprich, ich spiele jetzt erstmal Aufgaben durch und dann. Dann ist Rausschmeißer. Hab ich ja mit Berlin-Leipzig auch gemacht. Ich habe ja auch erst alle Aufgaben durchgespielt, dann Rausschmeißer. Okay. Jetzt bei der letzten, da war ja nur eine Aufgabe. Da konntest du ja direkt den Rausschmeißer dranhängen. Eine extra Folge für zu machen, ist langweilig. Ja, aber die läuft schön, die Bahn. Wir haben sogar eine Innenansicht. Cool. Ankündigung auf 30.
gemacht. Bitte fahren Sie weiter nach Arosa für Ihren nächsten Passagierhalt. Okay, machen wir. Lol, warum hängt gerade das Video hin gerade? Passiert schon mal. Twitch. Doch geil! Jo. Ja, der kreischt die ganze Zeit. Ah, dein Foto ist endlich angekommen. Geil, oder? Ich bin nur mit 20 in die Kurve. Mut hat den Kanal betreten. Oha. Button? Heftig. Heftig bei dir. Mit 30 km/h zu fahren ist ja doch relativ langsam, ne? Geht doch. Ja, die Bahn ist auf jeden Fall nicht schnell, ne? 30 Ankündigung. Das Schlimme ist, man muss da aufpassen, dass man nicht einpennt. Ja. Das stimmt. 30. Wieder auf 33 beschleunigen. Aber das hört sich an wie in der Straßenbahn. Straßenbahn mit Radschlupf.
Was für Wohlstraße mit Radschlupf? Hier, der Zug, der hört sich an wie Straßenbahn mit Dauerradschlupf. Ja, aber den ganzen Kurven hier, kein Wunder. Oh, wir dürfen nochmal beschleunigen. Hier entgleisen. Ja, das geht schon. Ja, das geht auf alle Fälle. Und interessant. Ja, nur das geht viel zu schnell. Ja, ja, das ist richtig. Viel interessanter wäre hier bei dieser Streckensteigung von 60 Promille. Ob man so eine Wette macht, kommt der zu hoch oder nicht? ZS. Ja. Okay, also langsam Fahrt ist 30. Der steht da oben. Hier ist Ende. Wir sind oben in der Rosa. Achso, ja, fahr so eine Weiche. Genau. So.
kaputt gemacht. Bitte fahren Sie nun weiter vorwärts und stellen Sie Ihren Zug im Depot ab. Okay, mach mal. Aber... Genau, keine Reise, so. Ich möchte gerne... Allegra, bitte nicht einsteigen. Das ist richtig. So. Dann ziehen wir mal vor. Ich dachte gerade, das ist für uns, aber nee, das ist nicht für uns. So, BSR 67 hat den Kanal betreten. Wir stehen. Na ja, gut, mit zwei Punkten kann ich leben. Gut gemacht, Zugführer. Das war eine erfolgreiche Reise. Wir hoffen, dass Ihnen auch die anderen Szenarien, die in dieser Strecke enthalten sind, gefallen. Jo. Ist doch gut. Ja. Geschwindigkeitsüberschreitung? Okay. Ah ja, am Signal, ja. So. Arosa Aggregatdienste. Ja, das wäre doch mal was. Ja, ganz schwer. Mal gucken, ob du es schaffst. Ja. Dann übernehmen Sie Rangierarbeiten. Ja, gut. Ich werde aber erstmal den Stream kurz unterbrechen, um wieder Twitch umzuschreiben. Sonst spendet mir jetzt YouTube nachher wieder rum. Bis gleich. Und ich hole mir einen Kaffee, dann schlafe ich gleich ein. Mach das. Bis gleich. Also kurze Pause von 5 Minuten. Viertel vor geht's weiter.